Hallo und willkommen zu einem neuen Video von der Zocker Crew 2011. Ich bin der Daniel und ich let's showe heute das Spiel Der Herr der Ringe Online. Ja, viele von euch denken jetzt sicherlich, hey, Moment mal, das kostet ja Geld. Nein, falsch. Es hat Geld gekostet und es ist anscheinend mittlerweile kostenlos. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon. Ich habe es nur letztens mal im Internet entdeckt, dass es kostenlos ist. Und dann habe ich es mir einfach mal runtergeladen, weil ich es einfach mal wissen wollte, wie das so ist und so. Und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht von dem Spiel. Also, es ist ein sehr gutes MMO und es gefällt mir. Deswegen will ich euch das heute mal ein bisschen zeigen. Und als erstes zeige ich euch jetzt mal die Story in Anführungsstrichen. Daran merkt man auch schon, dass die Entwickler sich hier einfach Mühe gegeben haben, weil es ursprünglich als kostenpflichtiges MMO geplant war. Die haben für jede Klasse, für jede Rasse haben die eine Filmsequenz erstellt. Die haben natürlich auch ein Intro erstellt und das zeige ich euch jetzt erstmal. Das, wovor wir uns am meisten gefürchtet haben, ist eingetreten. Der eine Ring hat sich offenbart und während die Gefährten ihre Reise zu Okay. Ist klar. ja. Egal. Es scheint nicht so ganz zu funktionieren mit der Filmsequenz. Da scheint wieder mal das ganze Spiel abzukacken. ja, immer diese Aufnahmeprobleme mit Fraps. Ja, gut. Also ihr habt schon gesehen, es geht mal wieder um den Ring, klar. Der Hexenkönig hat wieder irgendwie so eine Armee oder so aufgestellt und die ganzen Leute, die ganzen Menschen, die ganzen Hobbits, die ganzen Elfen, was weiß ich, sollen sich alle jetzt zusammentun, um diese Armee zu besiegen. Das ist im Grunde die ganze Story von dem Spiel. Und ja, ich habe hier schon einen Charakter erstellt, aber ich will jetzt einfach mal einen neuen Charakter erstellen, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze hier so läuft. Also, wir erstellen... was erstellen wir für einen Charakter? Wir erstellen... einen Zwerg? Ein Zwerg? Ne, wir bleiben einfach mal beim Mensch. Und hier seht ihr jetzt schon die Klassen. Also ich glaube jetzt die Rasse, die hat auch jeweils halt verschiedene Vorteile. Hier sieht man die an der Seite. Schwäche der Menschen, zum Beispiel verringerter Wille. Oder dass die leicht inspiriert sind, wenn irgendeiner eine Rede hält, keine Ahnung, dass sie dann stärker werden. So sind das halt spezielle Gaben, die die verschiedenen Rassen haben. Da sollte man dann auch schon drauf achten. Und hier seht ihr halt jetzt die Klassen. Da haben wir einmal den Schurken. Das ist eine sehr, ihr kennt ja die Schurken aus anderen Spielen. Das ist halt Stealth, dass man möglichst irgendwie... Gegner von hinten angreifen sollte, der ist halt ziemlich flink und so, wird halt nicht so oft getroffen, ist ziemlich schnell, halt standardmäßig die Schurkenklasse halt, was ich halt, wie ich schon erwähnt habe, hier an der Seite seht ihr halt auch die Filme, hier könnten wir uns zum Beispiel einen Film über die Menschen angucken, hier könnten wir uns einen Film über den Schurken angucken, da sieht man halt die Liebe zum Detail, die die Entwickler da doch reingesteckt haben, weil es halt ein kostenpflichtiges MMO war ursprünglich. Dann seht ihr hier den Hauptmann, das ist sozusagen, wie könnte man den vergleichen? Bei WoW, der Paladin zum Beispiel, ja? Halt, steckt viel Schaden ein, macht wenig Schaden. Der Waffenmeister ist genau das Gegenteil, der kann nicht ganz so viel einstecken, macht aber ziemlich viel Schaden. Der Wächter, was ist denn der Wächter? WTF? Moment, jetzt habe ich habe was verwechselt. Sorry, Leute. Der Hauptmann ist eine Unterstützerklasse. Hätte ich aber auch mal lesen können an der Seite. Also die sind halt durch Rüstung auch ganz gut geschützt, aber die sind halt zum Unterstützen da. Hier, die sind rein zum Verteidigen da, also die halten jede Menge aus, tun aber kaum Schaden austeilen. Und der Kerl, der unterstützt halt, hält aber auch ziemlich viel aus. Sowas. So, also ihr müsst entschuldigen, ich spiele das Spiel jetzt nämlich so lange. Ich habe es jetzt 2 Tage gespielt und habe mir dann direkt gedacht, ja komm, mach ich mal ein Let's Show davon. Es könnte auch mehrere Parts haben, das Let's Show, das sage ich jetzt schon mal. Weil es ist ja ein MMO und wenn ich euch da alles zeigen will, dann dauert das schon ein bisschen. Dann haben wir hier den Jäger. Klar, Jäger können
Feinde im Fernkampf besiegen, bla bla bla. Der Kundige ist halt der Zauberer. Bade ist der Heiler. Seht ihr eigentlich alles hier an der Seite? Runenbewahrer, ja, scheint nicht für mein Volk verfügbar zu sein. Ja. Dann schauen wir einfach mal bei den Zwergen hier Runenbewahrer. Was ist denn das für eine? Der teilt Schaden aus und ist Heiler. Schadens. Achso, die müssen immer wählen zwischen Schaden und Heilung. Und hier haben wir halt den Hüter, das sind so Speerhainis, die tun halt hauptsächlich mit Speeren kämpfen. Können die auch werfen und so, und ja. Sozusagen der Bogenschütze, nur dass der wahrscheinlich etwas langsamer sein wird und dafür mehr Schaden austeilt, schätze ich mal. Ja, und den muss man, hier seht ihr dann auch, den muss man durch so, ja, wie heißen die Dinge? Die heißen, das sind irgendwelche, Geld ist es auf jeden Fall, echtes Geld. Die muss man von echtem Geld kaufen und dann kann man sich davon Dinge kaufen im Spiel. Klar, jedes kostenlose MMO hat natürlich dann so einen Scheiß wieder, dass man sich von irgendwas halt, von echtem Geld irgendwas kaufen muss, weil die Entwickler, die arbeiten ja trotzdem noch dran, auch wenn es kostenlos ist, aber die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den Waffenmeister, ganz klassisch, ist auch eine ziemlich einfache Klasse jetzt zum Spielen, halt Rolle Schaden. Dann gehen wir mal weiter. Den nennen wir, wie nennen wir den? Oh, ich habe eine Idee, wenn Patze. Wir bauen jetzt den Patze nach. Mal schauen, der Patze ist aus Gondor. Oh ja, das da. Frisur, da müssen wir. Moment. Welche Frisur könnte ich dann nehmen? Nein. Ah, das da? Nein, das kommt nicht hin. Oder? Ich würd sagen eher so irgendwie. Gesichtsbehaarung, der hat jetzt gerade zwar keinen Bart, aber ich glaube, der hatte lange Zeit halt so ein Mega-Bart. So, die Augen, ja, ihr seht halt, hier gibt es halt wieder die standardmäßigen Optionen, wie man halt einen Charakter in einem Rollenspiel bauen kann, ist ja klar. Mund, ist eigentlich alles so unwichtige Details. Hier, oh, Narben, ja, der Patrick hat bestimmt ganz viele Narben, hier. Die Augenfarbe könnt ihr wählen, die Hautfarbe könnt ihr wählen, die Haarfarbe, die machen wir. Im Moment, hat er schwarze Haare oder hat er braune Haare? Ja, Körperbau machen wir ihn etwas, ja, größer als, ja. Und dann erstellen wir den Patze einfach mal. Oh, der Name wird bereits verwendet. Dann nennen wir ihn einfach, ihr wisst ja, wer gemeint ist, Darkman. Hier. Yeah. Charakter erstellen. Ja, Darkman existiert jetzt. Gut. Dann betreten wir mal die Welt von Mittelerde. So. Hier seht ihr halt klassischen Ladebildschirm, wo die einem wieder irgendwas andrehen wollen, was weiß ich. Und ich will euch jetzt den Ladebildschirm auch nicht länger zeigen, der wird wahrscheinlich durch Fraps jetzt ein bisschen wieder hängen. Deswegen mach ich einen kurzen... Begegnung mit Räubern entlang des Weges endet in Gefangenschaft. Bei eurem Erwachen erblickt ihr den Waldläufer Streicher vor euch. Als er euch zu schnellem Handeln auffordert, wird euch bewusst, dass ihr in Angelegenheiten verstrickt wurdet, die von größerer Bedeutung sind, als es für eure Person sonst der Fall ist. Ja, ihr seht, wir sind im Tutorial-Level, komplett ohne andere Spieler noch. Wir sind jetzt einfach alleine hier mit diesem KI da. Und ja, ihr seht auch, das Spiel hat Sprachausgabe, also die haben sich da schon wirklich Mühe gegeben. Klassische Steuerung halt WASD, mit der Maus könnt ihr halt die Kamera so drehen, dann habt ihr es leichter. Seht ihr auch jetzt hier, wird eigentlich alles ziemlich gut erklärt. Wir laufen jetzt einfach mal diesem Streicher hinterher und gucken dem mal dabei zu, wie der die Typen da verprügelt. Ja. So. Ja, genau, plündern. Wir müssen jetzt hier die Tasche ausräumen, das funktioniert wie bei jedem anderen MMO auch. Einfach einen Rechtsklick drauf machen.
Dann seht ihr hier rostiges Langschwert und Messer ist da drin. Und wenn wir jetzt I. Ach, steht da alles schon. Da. Wenn wir jetzt I drücken, dann haben wir hier den Beutel. Und auf C rufen wir hier das Charaktermenü auf. Dann können wir es entweder so rüberziehen oder wir machen direkt hier einen Vergleich. Was haben wir ausgerüstet und was ist da drin? Wir nehmen natürlich das Schwert. So. Wenn wir Doppelklick drauf machen, wird es auch so ausgerüstet. Und wenn wir irgendein Schwert im Inventar haben und gar nicht erst gucken wollen, dann wird da ein Doppelklick drauf gemacht. Dann wird, glaube ich, automatisch das stärkste Schwert ausgerüstet. So. Hier seht ihr jetzt halt, was man da... Da kann man einen linken Ohrring, rechten Ohrring, Kette, linkes Armband, rechtes Armband, linker Ring, rechter Ring. Also ihr seht schon, da gibt's jede Menge, was man da ausrüsten kann. Klar, das hier sind natürlich die Klassiker: Kopf, Schulter, Umhang, Oberkörper, Handschuhe, Unterkörper und die Schuhe. Hier seht ihr die Waffen, Fernwaffen, Handwerkzeuge, Klassenfeld, weiß ich jetzt noch nicht, was das ist. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Hier halt Schwert und da Dolch. Also hier rüsten wir jetzt nochmal den aus. Wir sind jetzt schon zweihändig bewaffnet. Wir könnten natürlich den Dolch auch jetzt weglegen, da hätten wir nur das Schwert. Aber ich bin eher so der Kerl, der da auch gerne mal mit zwei Waffen kämpft. Mit zwei Leuten. Beeilt euch! Wir müssen euren Kampfeswillen erproben. Ihr seht auch, die haben sich hier die Mühe gemacht, überall so lange Texte zu schreiben und so. Das haben die bei jedem Questgeber, selbst bei so ganz kleinen, die eigentlich nur Nebenquests geben. Aber die sagen immer so einen Satz meistens und der erklärt dann eigentlich schon die ganze Quest. Und dann braucht ihr den Text gar nicht erst zu lesen, auch wenn die sich halt die Mühe gemacht haben, das alles zu schreiben. Hier müssen wir jetzt im Prinzip nur ein bisschen üben. So. Auf 1. Ja, sehr gut. Wenn wir den jetzt mit rechts anklicken, dann ist halt ganz klassisch wie in WoW oder sonst in irgendeinem MMO, dass man den halt angreift. Auf 1 macht man die Spezialfertigkeiten. Oh, ja gut, das hat schon gereicht. Aber auf 1 macht man halt hier die auf 1, 2, 3 bis 10 macht man die verschiedenen Spezialfähigkeiten. Da haben wir im Moment den schnellen Schlag, dass wir einfach schnell nach vorne ausholen mit dem Schwert. Hier, dass die Klingenwand ist, um mehrere Gegner zu verletzen, und der wilde Angriff ist halt so der klassische Angriff, einfach ein stärkerer Nahkampfangriff. So. Gut gemacht. Lasst uns voranschreiten. Auf geht's. Gehen wir. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe leider erst ein bisschen spät auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Wir wurden von Banditen überfallen, sind hier gelandet. Und dann ist auf einmal der Streicher gekommen, hat die alle umgebracht. Streicher, ich vermute mal, dass es der Aragorn ist, ich bin mir aber jetzt nicht so sicher. So. Gut. Wir sind halt jetzt in diesem Banditenlager und jetzt reden wir mal mit dem. Hier trennen sich unsere Wege. Ja. Also, der... okay, das mit den... Quest, das hier trennen sich unsere Wege. Ein bisschen sollte hier der obere Text eigentlich das Wichtigste. Wir müssen jetzt zwei Hobbits retten, die hier noch sind, die wir unbedingt brauchen. Naja, die wir aber auch so retten könnten, weil wir einfach höflich sind, aber das werden wir natürlich nicht machen. Und ja, jetzt hab ich schon den. Ja. So. Ja, hier seht ihr schon Erfahrung, bla bla bla, Stufenaufstieg, alles ganz klassisch. Wenn ihr aufsteigt, dann werden die Attributspunkte automatisch gesetzt, also das müsst ihr nicht tun. Und dann, ja, machen wir mal, ne? Tun wir einfach mal diese vier Wächter da umbringen. Und holen uns die Hobbits zurück. Und ihr seht auch, die Todesanimationen sind jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Die Gegner sagen auch ab und zu mal was. Und das sind auch immer so Sätze, die jetzt so ein bisschen wichtig sind, sind jetzt so über den ihren Köpfen drüber, an mir kommt ihr nicht vorbei, bla bla bla. Und ihr seht jetzt schon, da ist der erste Hobbit, an den kommen wir aber nicht ran. Der wird von einem Elite-Mob schon bewacht, von dem ersten Elite-Mob. Nein, ist gar kein Elite-Mob. Ist aber auf jeden Fall ein besonderer Typ, dieser komische Edric. Ist aber auch nur Level 1, also Drama, bla bla bla, Geschichte. Manchmal werde ich einfach im Moment eine wichtige Szene der Geschichte zu verfolgen, okay.
So, machen wir erstmal den da fertig. Der diese Hobbit Frau oder was auch immer das sein soll, da vergewaltigen wollte. So. Wie ist das Wertebefinden? Ja. Das hat jetzt gerade sehr viel mit der. Ja, egal. Die da macht jetzt ein Ablenkungsmanöver, indem sie dieses Haus da in Brand steckt. Sehr gute Effekte. Aber ich meine, die Grafik, die ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Also, für ein MMO kommt, Leute. Also, MMOs haben generell keine gute Grafik, aber dafür ist es sehr. Die holen jetzt halt Wasser und dieser Typ, der steht jetzt da und will jetzt diesen Hobbit fertig machen und wir halten ihn jetzt auf. Oh, voll der epische Endkampf. Es gibt Schlimmeres als ich. Ihr werdet schon sehen. Sagt er, während der Tod umfällt. Gut. Wird aber Zeit, dass ihr kommt. Bla bla. Okay. Müssen wir jetzt weiter? Oder, nee, wir müssen jetzt mit dem Lärmen. So, findet Streiche und Amdir. Das ist anscheinend so ein anderer Waldläufer, der auch noch hierher mitgekommen ist. Dann schauen wir mal. Oh mein zurück! Gott. Geh zurück zu den Schatten, gefallener König! Patze, mach doch was. Patze. Ein epischer Bosskampf. Nein, er ist tot. Nein, er lebt noch. Nein, nein. Ja, und wie wir alle wissen, haben die schwarzen Reiter ja Angst vor Feuer. Die wertvolle Blut. Ihr werdet diesen Leuten kein Leid zufügen. So. Darkman, komm schnell her. Wenn die so einen Ring über dem Kopf haben, habt ihr sicherlich schon gemerkt, dann haben die halt eine Quest für uns oder können wir die Quest lösen. Die mit diesem brennenden Ring sind die Hauptquests und die mit so einem normalen Ring sind die Nebenquests. Ja, ist klar. Der Typ überlebt das aber, das spoilere ich jetzt schon mal. Weil ich bedauere, dass ich einen Augenblick zu spät gewesen bin. Ja, er bedauert, dass er zu spät gewesen ist. Und ja, kurze Zwischensequenz. Der von einem schwarzen Reiter verwundete Waldläufer Amdir ist mit seinen Schützlingen in die Wildnis entkommen und befindet sich nun auf dem Weg zurück in das Dorf Archent. Dort hat Hauptmann Farnbach, ein Söldner im Ruhestand, die Bewohner des Dorfes organisiert, um mit ihnen den Schwarzwoldräubern zu trotzen. Okay, also ihr seht auch schon, die Geschichte wird auch mit diesen schicken Zwischensequenzen erzählt. Und hier seht ihr auch die Ladebilder, die sind eigentlich auch alle ganz gut gemacht. Das sind alles, glaube ich, Orte in Mittelerde, die man besuchen kann. Ich bin, wie gesagt, erst am Anfang. So, dann gehen wir mal in dieses Dorf rein. Und da das nur ein Let's Show ist, werde ich jetzt gleich einen Cut machen und euch dann nochmal eine Instanz zeigen, die man hier in diesem Spiel alleine erledigen kann. Und ja, merkt euch dieses Dorf, das müssen wir nämlich verteidigen vor Räubern, die das überfallen wollen. Wir müssen jetzt erstmal eigentlich versuchen, die Dorfbewohner davon zu überzeugen, dass dieses Dorf überfallen wird, weil die denken, dass sie hier sicher sind. Und damit werden wir die ganzen ersten 2 Stunden an Quests verbringen. Und dann muss man halt in einem Dungeon die Leute beschützen. Ja. Dann sage ich einfach mal bis gleich. Wenn ich jetzt gleich den Cut gemacht habe, seht ihr schon, wie dieses Dorf vielleicht sogar angegriffen wird. Und ja. Ja, da seht ihr auch übrigens einen anderen Spieler. Also hier sind wir jetzt nicht mehr allein, hier sind jetzt auch andere Spieler. Wir sind jetzt auf einem Server, wo nicht ganz so viele Leute sind. Das habe ich jetzt extra so gemacht, damit ich euch das besser zeigen kann, nicht, dass hier überall so Heinis rumlaufen. Also das hier sind alles KIs, ich finde das ganz nett. Da oben, das ist auch ein KI. Die haben ja auch so einen gewissen Tagesablauf, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also es ist alles ganz schön gemacht. Es sieht alles ziemlich belebt aus und so. Gut.
Dann mache ich mal einen kurzen Cut und ihr werdet auch gleich sehen, dass die Ausrüstung vom Patze aka Darkman sich schon etwas verändert.